Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Reden wir über eine Fortsetzung, auf die wir alle nicht gewartet haben. Letztes Jahr gab es die Horrorfizierung von Winnie Pooh. Dieses Jahr gibt es die Fortsetzung, nämlich Winnie Pooh Blood and Honey. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Let's begin. I'm going to take you back there. Feel all weight drift away. How are you feeling? Good, I think. Do you recall anything from the session? Focus. What is happening? This was the day Billy was taken. Them kids. They didn't stay buried. It's as if the earth itself was allowing this horror to rise up. There's someone setting in similarities to the Hundred Acre Massacre. It's not safe. There have been loads of murders leading to Ashdown. Tell me everything you saw, please. I knew that this day would come. Hello, Christopher. All of Ashdown will burn. In Winnie the Pooh, Blood and Honey geht es unter anderem um Winnie the Pooh, Ferkel, um Eule, um Tigger und so weiter und so fort, die alle sich auf Rache sehen. Sie sind nämlich zerstörerisch, sie haben eine Wut und möchten jetzt als Gruppe zusammenarbeiten, gehen in die Stadt, Ashdown, um Christopher, no Christopher Nolan, Christopher Robin zu kriegen, um ihn zu töten und zu besiegen für das, was er denen angetan hat. Und Christopher Robin ist mittlerweile Arzthelfer und hat selber mit Träumen und mit Vergangenheitsbewältigungen zu tun, der eigentlich gar keine Lust auf diese Situation hat. Aber gut, dann kommen irgendwann unsere Killertierchen um die Ecke und wollen Rache nehmen. Das ist die Geschichte in Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Wir wissen alle, dass der Film letztes Jahr komplette Rekorde gebrochen hat, was Downvotes und schlechte Bewertungen und alles angeht. Der Film hat 5 goldene Himbeeren gewonnen, unter anderem auch schlechtester Film. Und ich fand den ehrlich gesagt nicht gut, aber auch wesentlich nicht so schlecht, wie er oft gemacht wurde. Und irgendwo habe ich mich auf Winnie the Pooh Blood and Honey 2 gefreut, weil ich dachte, okay, vielleicht haben sie jetzt aus ihren Fehlern aus Teil 1 gelernt, gerade auch, weil er auf Metacritic eine bessere Wertung hat, als auch auf Rotten Tomatoes eine bessere Wertung hat. Und dann habe ich mir angesehen als Screener und dachte, okay, sie haben es gelernt. Winnie the Pooh Blood and Honey 2 ist kein guter Film. Da müssen wir uns jetzt nicht drum rumreden. Die Handlung ist abzählbar und ziemlich nervig. Christopher Robin bekommt nicht viel zu tun, obwohl sie ihm versuchen, da irgendwie eine Hintergrundgeschichte drauf zu peppen, die aber echt reinkonstruiert wird. Unsere Monster, beziehungsweise Winnie Pooh, Tigger, Eule, Ferkel, alle die dabei sind, bekommen richtig viel Futter, um ordentlich abzusplattern. Und hier sind einige Momente dabei, wo ich auch wirklich sagen muss, okay, das ist derbe, gerade wenn Eule mit seiner Nase jemanden ersticht. Das ist auch etwas, das habe ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sehen werde.
Aber um jetzt das mal zu sagen, ja, der Film ist besser als Teil 1. Und zwar wesentlich besser. Er ist sich mehr bewusst, was er sein will. Sie haben mehr Budget, weswegen das alles innerhalb dieses Films auch wesentlich besser aussieht. Im ersten Teil war die ganze Gewalt eigentlich CG. Hier ist wirklich viel Maske drin. Hier ist viel Arbeit in Make-up geflossen. Hier sieht alles echt aus, wenn Leute zertrümmert werden, zerschnitten werden, zerhäckselt werden. Einfach alles, was mit dem menschlichen Körper passieren kann, passiert hier auch. Und man sieht, okay, hier ist ein Make-up-Supervisor dabei. Hier ist jemand, der eine Ahnung hat, was er tut in diesem Bereich. Und allein das macht den Film schon so viel besser. Christopher Robin wird eher mäßig gespielt, muss man leider Gottes sagen. Ich finde da, dass Winnie Pooh und diese ganzen Charaktere, wo man im ersten Teil dachte, okay, warum hat man denn vor sowas Angst, hier auch bedrohlicher wirken und auch irgendwie unangenehmer wirken, dass man wirklich keine Lust hat, mit den Leuten bzw. mit den Viechern da irgendwie Zeit zu verbringen. Und ja, es wird trashig wieder und es hat teilweise auch eine Art und Weise von einem Hatchet an sich, den ich ja wirklich gerne mag, ohne dass Winnie the Pooh Blood and Honey 2 überhaupt an Hatchet 1 und 2 drankommt. Aber ich finde es zumindest gut, dass sie sich nach oben bewegen, dass sie qualitativ besser werden und einen Film gemacht haben, der mir unterm Strich echt Spaß gemacht hat, womit ich nicht gerechnet habe, weil sie doch an den richtigen Schrauben verbessert haben. Und das finde ich gut. Es ist immer noch kein überragend guter Film. Es ist sehr solide. Man kann ihn sich angucken. Vor allem mit einem Bierchen und Freunden macht das Ding auf jeden Fall Spaß. Deswegen bekommt Winnie the Pooh Blood and Honey 2 von mir überraschende. Hätte ich nie mit gerechnet. 6 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Winnie the Pooh Blood and Honey gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin. Tschüss. Haut rein und bye.